Guten Morgen, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digifernunterricht. Und zwar möchte ich so die Magie des Anfangs kurz besprechen. Ihr seht jetzt hier den Zoom-Room, in dem ich dann gleich mein Uniseminar durchführe. Es ist 10:13 Uhr, um 10:15 Uhr geht's los. Und ich warte jetzt, bis die Studierenden hier eintreffen und ich sie vom Warteraum aus dann ins Meeting holen kann. Und das ist schon eine ganz andere Anfangssituation, als wenn ich im Unterrichtszimmer bin. Dort sind schon Studierende, dort sind schon Schülerinnen und Schüler, die diskutieren miteinander. Und ich komme rein in so eine soziale Situation. Ich kann mich anpassen. Ich kenne diesen einen Text von Theo Bilan, der das so beschreibt, dieses wunderbare Gefühl. Ich komme in ein Zimmer rein. Das sind Menschen, die sich als Menschen miteinander auseinandersetzen, darauf warten und dann warte ich, wie was sich daraus ergibt. Ich lasse die Stimmung auf mich wirken. Daraus entsteht dann mein Unterricht. Das ist ein ganz starkes Credo von mir, dass die Pausen fast die stärksten Lernphasen sind und dass ich nicht einfach reinkomme und irgendwie da drüber walze mit dem, was ich bringe. Und das ist für so ein Online-Meeting für mich sehr, sehr schwierig. Ich habe ja mit Monika gesprochen in einer der letzten Folgen und diese Anfangsrituale zuerst mal die Teilnehmenden machen, was machen lassen, sie zuerst einmal miteinander reden lassen. Das hilft mir jetzt und das versuche ich jetzt auch gleich so umzusetzen, um nicht so wie mein Programm abzuspulen und so diese ganze Nervosität und funktioniert die Technik, dass das dann im Mittelpunkt steht und darüber geht. Und da ist es natürlich schwierig, Monika hat gesagt, versuchen das, was im Alltag funktioniert, das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, nicht einfach reinzukommen und so irgendwas da drüber zu stülpen, über das, was die Schülerinnen und Schüler schon machen und das auch irgendwie in diesen Online-Videokonferenzen zu ermöglichen. Da suche ich nach Formen, dass sich etwas ergibt, wo ich dann dazukomme und ein Angebot machen kann und nicht einfach etwas abspule, was dann alle konsumieren. Das scheint mir keine sinnvolle oder gute Art von Unterricht zu sein. Also, wie findet so die Magie des Anfangens? Wie findet das in diesen Online-Settings statt? Das interessiert mich und darüber möchte ich weiter nachdenken. Ja, das war eine sehr kurze Folge. Jetzt geht's gleich los. Ist 10:15 Uhr. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.